Lina Pardil, Bruno Brandenberger. Hoi zusammen. Hoi. Hoi Tina. Sitzt ihr gut? Ja, super. Also los, wir fangen mit einem Lied an, das ihr noch nie gehört habt. Und zwar gehört das Lied in der Zirkus Salamabara. Könnt ihr es mal sagen? Salamabara. Habt ihr das eingeübt? Das ist ja wahnsinnig. Und immer, der Lucky ist der Zirkusdirektor. Immer wenn der Lucky kommt, sagt er, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Zirkus des Jahrhunderts. Bitte einen Applaus für meine Assistentin Wilhelmina. Was ich nicht weiß, weiß meine Geiss. Ja, meine Geiss, die weiß, was ich nicht weiß. Was ich nicht weiß, weiß meine Geiss. Parare, ja, meine Geiss, weiß, was ich nicht weiß. Meine Geiss heißt Wilhelmine, ja? Schnell ist sie wieder neben der Lawina. Happy im Rätsel und Diktat, die Lösung immer grad parat. Meine Geiss heißt Wilhelmina, schnell ist sie wie eine Lawine. Dong, 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 was ich nicht weiß, weiß meine Geiss. Parare, Wenn der Lehrer wissen will, 6 mal 6, was geht mir viel, rechnet meine Geiss ganz fließig. 6 mal 6 ist mir, also, Du gestern hätte ich sollen wissen, wie sich Murmeli tun. Küssen, ja. Ja, hab keine Ahnung. Aber da hab ich meine Geiss loko. Mäh! Wilhelmina Schlaber Schlapp schlägt mich mit der Zunge. Oi, oi. Seither weiß ich ganz genau, grad so machen's Murmeln. Ja. Was ich nicht weiß wie die Geiss. Paradira, so adidadida, 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 so weiß wie die Geiss. Ja, wie die Geiss, weiß, was ich nicht weiß. Jo, hui, könnt ihr mal juhui, juhui, wissen ihr eigentlich, dass Grabs Geburtstag hat? Ja! Wie alt ist Grabs geworden? 1400 Jahre! 1400, ja gut, du weißt, wie lange es ist, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, so alt. Hä? Eben am Sonntag, ja dann. Ja, dann geht es noch lange. Du, wir haben etwa noch Jubiläum, 200 Mal Sonntag oder so, ja. Jetzt will ich aber... Wir können hier jetzt zwei Programme. Wir können jetzt demokratisch abstimmen, weil Grabs ist eine urdemokratische Gemeinde.
Wir können das Programm von der Geiss singen und wir können das Programm vom Doppelhas und dem Brummbär Beltrametti singen. Moment. Wer ist für Geiss? Aufheben. Jawohl, die Grossen dürfen mitheben, ja. Ja, sie haben schon an der Stammtisch, haben sie alle mal gesagt, was ich nicht weiß, was meine Geiss, aber das ist nicht jugendfrei. Gut, wer ist für die Geschichte mit dem Brummbär, Beltrametti und dem Doppelhas? Es tut mir leid, dann machen wir die. Blau Wunderland. Es ist schon zum Schiessen, wenn ich die Augen schliesse, seh ich grad wie aus einem müdes Land vor mir nach kurzer Zeit. Wie eine blaue Pizza mit Wald und Gletscherspitze, mit See und einem Meeresstrand, ein Has und ein Bär läuft um ein Land im blaue Wunderland, im blaue Wunderland, im blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunderland. Links von der Pizza, da kommt man gehörig schwitzen. In der Steppe Tag um Tag, Kaktus, Sand und Hitzeschlag. Rechts von der Pizza hör ich ein Bächli spritzen. Im Pilzwald ist der Hasenbau und Bärenhöhli hat's dort auch im. Können wir mitsingen? Blaue Wunderland, im blaue Wunderland, im blaue Wunderland. Blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunder, blaue Wunder, la 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 la. Bruno, ja? Zoberst auf der Pizza. Hör ich ein Gewitter blitzen. Bruno? Hä? Was war jetzt das? Ich glaube, das war ein Gewitter. Ein Gewitter? Gewitter? Okay, können wir jetzt weitermachen? Jetzt können wir gerade wieder Gewitter machen. So, oberst auf der Pizza höre ich ein Gewitterblitzen. Weil dort hat sie einen grossen Sumpf, gefährlich sind sie für Schuhe und Strümpfe. Ja, auch wenn man barfuß ist. Mitsch auf der Pizza seh ich der Gimli sitzen. Ihr kennt den Gimli, gell? Auf seinem Hügel, in seinem Haus, denkt er sich der Sommer aus. Im blauen Wunderland, im blauen Wunderland, im blauen Wunder, blauen Wunder, blauen Wunder, blauen Wunder, blauen Wunder. Also ich hab's jetzt schon verraten, im Blauen Wunderland wohnt der Brummbär Beltrametti und es wohnt der Doppelhas. Wissen ihr, warum der Doppelhas Doppelhas heißt? Genau, genau. Weil er immer alles zweimal zeigt, zweimal zeigt. Heißt er eigentlich, wo ja Hoppelhas heißt, heißt er, weil er eben zweimal alles zweimal zeigt, zweimal Doppelhas, Doppelhas. Und der Gimli, das ist der Zwerg und er sitzt auf dem Hügel und schreibt den ganzen Tag seine Blau-Wunderland-Chronik
Und jetzt hat aber der Herr Brummbär Beltrametti, könnt ihr euch vorstellen, wie die Frau heisst vom Brummbär Beltrametti? Wie? Mami. Frau Brummbär Beltrametti. Der noch nicht so einen Puff gehabt mit der Maiklane. Und die haben zusammen jetzt etwas gekriegt, wo nur ein Mann und eine Frau können zusammen kriegen können. Ja, aber es ist kleiner. Es ist wie ein Schüler, aber es ist noch ein Baby. Ja, man kann ausländisch Baby sagen. Wir in Graubünden sagen Poppy. Wir sagen den nie richtig. Hey, okay. Du im Pfalz, Basel, in Basel sagen sie Buschi. Und im Wallis sagen sie im Fall Memmi. Und wenn es Poppy brüllt, sagen sie im Wallis Memmi Tullat. Ja. Gut, jetzt ist der Bub schon. Das ist ein Bub, ein Bärenbub, der ist schon so gross. Und er kann schon. Also etwa 14 Monate oder so. Er kann schon richtig reden. Zwar immer das gleiche Wort, aber das 13 Mal. Mal schauen, ob ihr herausfindet, welches Wort das er schon hatte. Unser Brüderli sagt nein, nein, verrissen, nein, nein. Nimm mich immer an der Hand, wünscht er mir ins Pfefferland. Unser Brüderli sagt nein, nein, verrissen, nein, nein. Nimm mich immer an der Hand, wünscht er mir ins Pfeffer. Nein, nein. Der Mutz fragt, willst du gehen zum Mittagessen? Was sagt? Willst du ein Büchli lesen? Komm, wir laufen gli. Wenn gli lustig sei. Wer von euch hat ein kleines Brüderli? Geben wir es zu. Ein kleines Schwesterli? Wow. Und ein grosses Brüderli? Und ein grosses Schwesterli? Du, das sind ja alles Grossfamilien hier. Unser Brüderli sagt nein, nein, verrissen, nein, nein. Nimm mich immer an der Hand, wünscht er mir ins Pfeffer. Nein, 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 nein. 13 Mal. Willst du auf die Zitzli steigen? Nein! Ein wenig Klötzli biegen? Willst du auf das Handy gehen? Nein! Der Gaggis will zu Apollo! Nein! Immer sagt der Mutz noch. Nein, 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 nein. Könnt ihr es mal probieren ohne Üben? Auf diese. 1, 2, 3, 4. Nein. Hey, ist okay, super, ohne Üben. Hey. Mal schauen, ob die Grossen das auch können. Es gibt nämlich Bruno, es gibt Grosse, die haben einen Sprachfehler, die können nicht Nein sagen. Ja, können wir mal schauen. Komm, wir sagen es, aber ihr dürft mir nicht helfen. Einverstanden? Ja! Gut, also, die Grossen ganz allein, ich sage den Text, damit es klar ist und nicht unfair wird. Und so. Nein, 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 nein. Einfach auf 13 zählen, die können wir gut. Ha? Also, die Grossen, 1, 2, 3, 4. Nein. Und mit dem wird ja gar nicht. Was hat sie gesagt? Das geht ja nicht. Was hat sie gesagt? Ja, ich habe nichts gehört. Ich habe nicht. Geht das Applaus, hey? Nein. Nein. Jetzt kommen die auch noch mit dem Nein. Ja, nein, jetzt gehen wir mal Gas. Aber der tut immer noch nicht helfen, aber das war jetzt Bonsai. Ehrlich, voll Bonsai. Also, 1, 2, 3, 4. Boah, Applaus, das gibt Applaus. Musst du unterstützen, wenn du schon mal Gas gibst. Ja. Unser Brüderli sagt nein, nein, für uns nein, nein. Nimm mich immer an der Hand, wünscht er mir nicht. Alle wieder an. Nein.
Ui. Du, wo der Mutzenball ein bisschen älter ist, etwa 3 Jahre, dann kann man schon gut reden. Aber ein Wort interessiert ihn besonders. Das geht so. Ja. Geht er zum Papa? Zur Mama? Zur Grossmama? Haben wir eine Grossmama da drinnen? Zeig mal. Haben wir Grosspapa auch? Weil zum Grosspapa geht er auch. Ja, das ist kein Grosspapa. Ich schau mal den. Dann sagt er. Mama, Sack, Blum. Warum bin ich da? Mama, Sack, Blum. Warum bin ich da? Und Mama, die sagt, ja, das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach. Will ich die Gera haben? Warum bist du da? Und dann geht er zum Papa und sagt, Papa, Sack, Blum. Warum bin ich da? Papa, Sack, Blum. Warum bin ich da? Und weißt du, was der Papa sagt? Blum. Ja, das ist ganz. Also, warte mal. Warum das du da? Jetzt bin ich aber gespannt, was du sagst. Also, weißt du, musst du dir vorstellen, ist ja Bär, oder? Bär? Jetzt weiß ich. Ja, das ist ganz einfach. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Will ich Mama gerne haben? Will ich Mama gerne haben? Ich sag Grossmama, Sack. Blum! Warum bin ich da? Jetzt kann alle mal probieren. Grossmama, Sack. Blum! Warum bin ich da? Und Grossmama sagt, ja, das ist ganz. Ja, das ist ganz einfach. Weil du auf die Welt hast, willst du kommen. Und jetzt hat er das R schon richtig können sagen. Können alle das R richtig sagen? Sag mal da. Okay, super. Grosspapa, Sack. Warum? Warum? Ja, das ist ganz. Ja, das ist ganz einfach. Damit man Fragen stellen kann. Damit man Fragen stellen kann. Ja, 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 ja. Es ist so. Einfach. Es ist ganz einfach. Einfach. Damit man Fragen stellen kann. Yeah.
Und jetzt ist der Mutz 4 Tage vor dem 4. Geburtstag. Könnt ihr mal so den Daumen drinnen, 4, sagen mal, könnt ihr das? Gut, okay, könnt ihr aber auch so den kleinen Finger rein und den Daumen raus, zack. Gut, nochmal, zack. Ja, das ist jetzt einfach so. Zeig mal, Papa. Zeig mal, kannst du das? Zeig mal schnell. Ja, du, meine, ja, du, wo immer so schaust. Ja, du. Ja, super. Und jetzt, zack. Ja, das ist ein Feinmotoriker, hat einfach so gemacht. Hey. Ja. 4 Tage vor dem 4. Geburtstag hat der Mutz einen Traum. Und er träumt, er käme in die Schweiz. Ja. Ja, das ist die Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist die Schweiz, dein Land, mein Land. Wer will schnell auf die Bühne kommen, um mit uns ein bisschen zu helfen? Gut, komm mal du, ja, eine. Du. Wer kann das Lied schon ein bisschen? Die, die es können, wäre cool, ja, du. Gut, du auch, ja, 2, 3. Du auch, ja, du auch. Ja, gut, also. Kommen wir rüber. Du kannst es. Ja, super, ehrlich. Kannst du da rüber, ja. Wow. Gut, das lang nicht. Ja, ist super, ist es. Komm. Ja, ja, du kannst abbocken. Oder was willst du? Ja, du kannst wieder abbocken. Komm. Ja, das ist die Schweiz. Gib mir deine Hand. Ja, das ist die Schweiz. Dies Land, dies Land. Ja, das ist Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land, mein Land. Sie ist ein Land mit Pech und Täler, Berge, Täler, Dörfer, Städte. So viele Menschen, so viele Sprachen und eine Geschichte, die Geschichten hat. Sie ist eine Geschichte von 1000 Jahren, sie ist eine Geschichte von einem Tag. Es ist eine Geschichte, dass nichts verloren ist, solange es lieben mag. Singen wir es alle? Ja, ja, das ist Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land, mein Land. Ja, das ist Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land, mein Land. Weißt du, es gibt in der Schweiz ganz viele Leute, die träumen sich ins blaue Wunderland. Und beim Mutz ist es genau jetzt umgekehrt passiert. Er hat sich vom blauen Wunderland in die Schweiz geträumt. In meinem Herz da brennt ein Feuer und das scheint auf deinem Gesicht. Meiner Zunge brennt ein Lied. Und das erzählt nur gerade eine Geschichte. Sie ist eine Geschichte von 1000 Jahren. Sie ist eine Geschichte von einem Tag. Sie ist eine Geschichte, das nichts verloren ist, solange es lieben mag. Kennt ihr euch mal noch die Hand schnell, dann ist es nämlich gerade richtig. Ja, das ist Schweiz. Gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land. Island. Wenn ihr noch aufstehen, komm schön schnell auf, dann singen wir alle. Ja, das ist Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land, dies Land. Ja, das ist Schweiz, gib mir deine Hand. Ja, das ist Schweiz, dies Land. Und jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes. Ja, das ist Graps. Gib mir deine Hand. Ja, das ist Graps, dies Land, mein Land. Ja, das ist Graps. Gib mir deine Hand. Ja, das ist Graps, dies Land, mein Land. Applaus für unsere Chorsänger. Wieder runter. Wir danken für die tatkräftige Mithilfe.